Absprung aus der Transall. Für diese Fallschirmspringer der Bundeswehr eigentlich Routine. Doch beim heutigen Automatiksprung ist eines anders als normalerweise. Am heutigen Sprungdienst ist das Besondere, dass wir das Notverfahren Wasserlandung üben. Das ist ein Verfahren, was jeder Fallschirmspringer einmal im Jahr üben sollte. Denn durch die sehr, sehr begrenzt steuerbare Rundkappe kann es eben doch passieren, durch böige Winde, dass der Springer auf ein Gewässer zutreibt. Und um dort die speziellen Verfahren einmal geübt zu haben, ist hier bewusst so, dass der Springer auch zu 100% im Wasser landet. Der große Unterschied ist, dass ich zwischen dem Abspringen aus der Maschine und dem Landen hier bei diesem Verfahren deutlich mehr zu tun habe. Ob es jetzt das Öffnen meines Gurtzeuges ist oder das Beiseiteklappen der Reserve. Die Arbeit habe ich, wenn ich über Land springe, habe ich nicht. Der große Vorteil ist, dass ich eben relativ weich lande durch die Wasseroberfläche. Die Landung ins Wasser mag weicher sein, ist deswegen aber nicht weniger gefährlich. Ein bisschen näher, der Schirm lässt sich auf. Die Gefahr ist dort einfach, dass der Springer über das Wasser gezogen wird und durch das Gewicht seiner Ausrüstung dann auch mit dem Kopf über die Wasseroberfläche gedrückt wird. Und das kann die Schwimmweste nur bedingt auffangen. Deswegen sind wir da auch zügig mit unseren Booten dran, um den Kameraden dann entsprechend aus dem Wasser rauszuholen. Durch den Sprung haben sich nicht nur die Schirme mit Schmutz und Wasser vollgesogen, sondern auch die Leinen vollkommen verdreht. Ich habe den Fallschirm versucht ordentlich auszulegen und versuche ihn jetzt aufzuwickeln, damit die im Trockenturm nachher keine großen Probleme haben, ihn ordentlich aufzuhängen. Die Fallschirme kommen hierher, wir laden sie aus vom LKW oder Anhänger. Dann fangen wir an, die Schirme zu entwirren. Der nächste Step ist, wir gehen zur Waschwanne. Dort warten andere Soldaten, ziehen den Schirm durchs Wasser, waschen ihn komplett durch. Dann wird er rausgezogen aus der Waschwanne. Es wird weiter in den Turm verbracht und die Schirme werden im Turm hochgezogen, wo sie dann über Nacht trocknen können. 400 Haupt- und 400 Reserveschirme an zwei Tagen Sprungdienst. Für die Packer ein straffes Programm und für alle Übungsteilnehmer eine wichtige Erfahrung in ihrem Alltag als Fallschirmspringer der Bundeswehr.